So, da sind wir wieder bei Don't Starve. Wir waren im Adventure-Modus, immer noch Welt 1, Tag 15. Da werden wir jetzt auch weiterspielen. Und dann mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. So, Ladebild. Ah. Archipelago. So, einmal kurz auf die Karte gucken. Ja, stimmt. Wir suchen, glaube ich, das letzte Teil. Das letzte Teil. Die Maxwell-Maschine. Ei! Für die Maxwell-Maxwell-Maschine, um in den nächsten Chapter zu kommen. Ja. Ich wurde gefragt, wie man das Ding, was so Geräusche macht, damit wird wahrscheinlich die Divining Rod gemeint sein, die ich hier gerade so schön in der Hand trage, wie man die herstellt. Beantworte ich euch gleich. Wo ist die Hand? Da oben kommt die Hand. Geh weg. Da ist nur noch eine. Hau doch ab, Mann. Ich will ja was erzählen. Geh weg. So. Mann. So, weg ist er. Jetzt habe ich auch Zeit zu erzählen. Ach, diese geistige Gesundheit, ne? So. Und zwar diese Divining Rod. Dadurch, dass wir den Adventure-Mode gestartet haben, kriegen wir die automatisch. Solltet ihr nicht im Adventure-Mode sein und wollt ihr wirklich herstellen, Da kann man sie herstellen. So, haben wir die Frage auch beantwortet. Wie sieht's aus? Essen. Wir knallen uns mal den Magen voll. Rote Beeren haben wir nicht. Diese geistiges. Wir müssen Blümchen sammeln gehen. Blümchen sammeln gehen. Und wir müssen vor allem mal gucken, wo das letzte Teil ist. So, Essen haben wir, Tentakel, Spikes haben wir, Rüstung haben wir. Das heißt, wir können mal kurz da lang gehen und gucken. Haben wir noch eine Blume oder so? Nein. Ja, dann gehen wir da mal lang. Auf der Suche nach dem letzten Teil. Da oben liegen haufenweise Spinnenweben. Möchte ich jetzt aber nicht ran. Ja, im Sumpfgebiet geht die geistige Gesundheit natürlich hier richtig stark runter. So. Wie wir sehen, haben wir hier nichts. Da ganz links, ganz rechts haben wir noch nicht alles erkundet. Geh weg. So. Das haben wir auch. Hier ist nichts. Dann einmal schnell oben lang. Och, ich möchte mich ja gar nicht so lange aufhalten. Geistige Gesundheit ist mir eigentlich doch relativ wichtig. Wir wissen ja, was letztes Mal passiert ist. Grüne Pilze? Nein, habe ich auch nicht. Das Geräusch wird heller, ne? Ja, das Geräusch wird heller. Freunde, wo soll das denn sein? Okay, das hört sich gut an. Ich sag ja, das soll, muss hier irgendwie über uns sein. Aber wie kommen wir da hin? Da habe ich schon alles einmal noch hier lang. Und dann schnell wieder raus aus dem Sumpf.
hier richtig? Ja. Ich weiß, ich entferne mich. Da oben kommen die Spinnen. Ist hier noch ein Wurm noch? Nein. Ach, was ist denn hier los? Das nehmen wir uns doch hier. Das lassen wir uns ja nicht entgehen. So. Vielen Dank. Ja, da haben wir noch ein kleines Stück vergessen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch so ein Wurm noch sein wird. Gut. Ja. Bringt das was, wenn ich die Blumen esse? Nein. Das bringt irgendwie nirgendwo was. Schade. Ah. Also, wie war das? Wenn wir in das untere Wurmloch gehen, kommen wir wo raus? Da oben. Und wenn wir in das obere Wurm noch gehen, kommen wir hier raus. Da gab es Blumen. Wir müssen dahin. Hier haben wir zwei Wurmlöcher. Ja. Wie sieht es aus? Holz haben wir. Salbe haben wir. Haben wir noch Asche hier irgendwo liegen? Nein. Ich nicht. Blümchen, ich brauche Blumen. Ich möchte meine geistigen Sinnen. Ich hoffe, wir waren jetzt hier richtig. Ja. So. Hallo Büffel, seid ihr in Paarungsstimmung? Nein, seid ihr nicht. Wunderbar. Dann kann ich ja hier mal kurz in Ruhe Blümchen pflanzen. Das kann weg. Dafür machen wir uns eine neue. Wie viel haben wir denn? 95. 100. Also 5 bringt das, wenn wir davon 1 einsammeln. So langsam gehen uns ja auch die Blumen aus. Noch eine. Da ist noch eine. Da sind auch noch zwei. Die sinkt ja schneller, als ich sie hochkriege. Das? Butterfly Wings. Und die essen? Ja, bringt das irgendwie was? Da schnell die Samen rein. Wer lässt denn hier Holz liegen? Gleich wird's dunkel. Oh, ein paar Morsel verkochen. So, kann man das auch kochen? Nein. Nichts.
Aha, weißt du was? Wir können mal Strohrolle. Brauchen wir ein Seil für. Seil kriegen wir hin. Strohrolle. Ja, genau, wir schlafen jetzt eine Runde. Schön am Lagerfeuer. Jawoll, geistige Gesundheit wieder hoch. Sehr schön. Meatballs haben wir, um den Magen wieder voll zu kriegen. Oh, das tat gut. Das tat gut. Dann mal gucken, ob wir Hasen in der Falle haben. Für die wir natürlich keinen Platz haben. Ja. Ekliges Fleisch lassen wir da mal liegen. Da ist keiner. Da ist einer. Da ist einer. Ach, das war's schon wieder. Die Pflanze ist noch nicht wieder gewachsen. So. Dann wieder zurück. Kann ich die schon? Ja, kann ich. Nein, haben wir nicht. Dann hängen wir die nochmal zum Trocknen auf. Davon haben wir eigentlich genug. Essen haben wir auch. Mensch, das kann doch nicht sein. Sollte es denn... Jetzt sind wir hier. Da oben haben wir noch nicht alles entdeckt. Ja, ich weiß, dass da unten das die Maxwell-Maschine ist. Da ist Gold, brauche ich nicht. Hier ist auch nichts. So, dann... Da kommen wir im Sumpf raus. Wenn wir da reingehen, war das... Wir gehen in das Loch. Ich war heiß. Ich will da aber nicht hin. Ich wollte meinen Hammer machen. Noch die Statuen und das Marmor da oben kaputt machen. Wenn wir uns rasieren, dann geht ja die Sanity, also die geistige Gesundheit, auch nochmal hoch. Ja, natürlich genau ins falsche Loch. Egal. So, wie sieht's aus? Gibt's hier irgendwie... irgendwas, was uns weiterbringt? Also sprich Wurmloch. Was uns auf den grünen Teil dieser Map bringt, aber irgendwie sehe ich nur Sumpf und Bäume und Tentakeln und Spinnen und Warnzeichen oder sowas, keine Ahnung. So, wie sieht's hier aus? Da ist auch nichts. Dann einmal schnell nach unten gucken. Ich kann doch jetzt nicht hier über Nacht im Sumpf bleiben. Es wird lauter? Ja, weil hier was ist. Da will ich doch rüber. Da ist ein Wurmloch. Da ist ein Wurmloch. Komm, bring uns bitte auf diese Insel da.
Ja, sehr nice. Sehr nice. Und die Sanity mal kurz hochzupowern. Oh, herrlich. Nein! Böse Bienen, böse Bienen. Boah, noch. Oh, alter Falter. Geht weg, geht weg. Ja, da freut man sich. Und im Endeffekt ist man in die Hölle gesprungen. Da unten? Nein, ist nicht. Gut. Nein, ich warte bis Tag ist. Ich warte bis Tag ist. So, wir machen uns hier ein Feuer. Geistige Gesundheit, ich kann mich mal, weil hier sind so viele Blumen, die uns richtig schön auffrischen. Und dann warten wir, bis es hell ist und dann jumpen wir hier einmal durch. Dann jumpen wir hier einmal durch. So weit ist das ja gar nicht weg. Das ist gut. Und suchen das Teil. So, die Kohle können wir erstmal verheizen. Das Ding, wir haben Rüstung. Haben wir uns noch? Nein, können wir nicht. Zwei Seile. Da kommt die Seile, die kann ich jetzt noch. So ist es ja nicht. Dann haben wir Rüstung, damit wir wenigstens ein bisschen überleben können. Das kommt da rein, das kommt dahin. Wir haben 1, 2, 3 Tentakel-Spikes. Oh, das wird eine Kamikaze-Aktion. Das wird eine Kamikaze-Aktion. Oh, gleich wird's hell. Unterwegs leider noch kein Gras sammeln, weil böse Bienen. Böse Bienen, rote Bienen sind gefährliche Bienen. So. Auf geht's. Kommen wir da irgendwie ungeschoren rein. Schön vorsichtig. Okay. Ja, das soll hier irgendwo sein. Wo ist es? Wo ist es? Da. Ich habe keinen Platz. So. Wenn wir gerade hier sind, Holz, 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 Axt. So. War das das letzte Teil? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber es müsste das letzte Teil gewesen sein.